Madrigal de Altas Torres, Spanien, 22. April 1451. Medina del Campo, Spanien, 26. November 1504. Sie ist die wichtigste Herrscherin in der Geschichte Spaniens. Während seiner Herrschaft ereigneten sich mehrere Ereignisse von außerordentlicher Bedeutung, die die Geschichte Spaniens veränderten. Erstens ein Ehebündnis mit Ferdinand dem Katholiken, das die Kronen von Aragon und Kastilien vereinte. Jahre später kam es zur Annexion Navarras. Sie war die Frau, die den Grundstein für den ersten modernen Staat legte. Ein weiterer Meilenstein seiner Herrschaft war die Einnahme von Granada, die der Rückeroberung der Iberischen Halbinsel nach 8 Jahrhunderten muslimischer Invasion ein Ende setzte. Die Entdeckung Amerikas war zweifellos eine der größten Leistungen in der Geschichte der Menschheit. Die durch diese Ereignisse erlangte Macht seiner Dynastie legte den Grundstein für das Spanische Reich des 16. und 17. Jahrhunderts. Isabel ist eine Königin der Renaissance, eine Frau, die in einem exquisiten Umfeld ausgebildet wurde. Gut vorbereitet in verschiedenen Fächern und Sprachen, fromm, intelligent, introvertiert, aber zielstrebig. Er verfügte über eine der besten Bibliotheken seiner Zeit und legte besonderen Wert darauf, allen seinen Kindern, einem Jungen und 4 Mädchen, eine sorgfältige Bildung zu vermitteln. Sie war die kultivierteste und intelligenteste Königin ihrer Zeit und ihre Entscheidungen veränderten die Geschichte der Welt. Sie gilt als die erste moderne Staatsfrau. Seine großen Vertrauten und Berater waren Frauen, Beatriz Galindo, La Latina, Beatriz de Bobadilla, ihre großartige Freundin, die intellektuelle Luisa de Medrano, Teresa Enriquez und die heilige Beatriz de Silva, Gründerin des Ordens der unbefleckten Empfängnis. Eine der wichtigsten Bemühungen seiner Herrschaft war die Entdeckung Amerikas und sein besonderer Entschluss, die Indianer, wie jeden Untertanen seiner Krone sehr gut und mit Zuneigung, zu behandeln. Von Beginn der Entdeckung an stand Königin Elisabeth auf der Seite der Indianer Amerikas. Er ließ 16 Befehle ausarbeiten. Die erste bestand darin, die Indianer in der christlichen Religion zu unterrichten. Er befahl außerdem, die Eingeborenen sehr gut und liebevoll zu behandeln und ihnen keinen Schaden zuzufügen. Jahre später, im Jahr 1512, wurden aus diesen Verordnungen die berühmten Gesetze von Burgos, die zweifellos die Grundlage der Erklärung der Menschenrechte bilden. In den Tagen vor ihrem Tod, am 26. November 1504, bestand Isabel darauf, dass sie die Freiheit der amerikanischen Ureinwohner verteidigen und ihre Sklaverei strikt verbieten werde. Auf seinem Sterbebett schrieb er: "Erlauben Sie nicht, dass den Indianern Schaden an ihrer Person oder ihrem Eigentum entsteht, sondern sorgen Sie dafür, dass sie gut und fair behandelt werden."